Liebhaber schöner alter Autos kamen am Wochenende am Salzburgring auf ihre Kosten. Oldtimer, die sonst nur im Museum oder in einer Garage stehen, konnte man bei der Salzburgring Classic in Aktion erleben. Die Idee hinter der Salzburgring Classic ist ganz einfach gesagt, wenn jemand ein altes Rennauto hat, aber nicht mehr richtig Rennen fahren will, sprich nicht mehr Türklinke an Türklinke, jedes Jahr ein neues Reglement, irgendwelche Vorschriften oder sowas, trotzdem aber gerne mal sein Rennauto wieder mal auf einer Rennstrecke bewegen möchte. Und diesen Fahrern möchte man die Chance bieten, im Rahmen der ADAC Salzburgring Classic ihre Rennfahrzeuge und ihre Oldtimer auszuführen auf dieser tollen Rennstrecke. Bis jetzt ist es super gelaufen. Wir haben natürlich tolle Bedingungen heute am Salzburgring und wir haben ein tolles Starterfeld. Wir haben disziplinierte Teilnehmer heute und insofern haben wir jetzt erst zwei Drittel des Tages rum, ist es sehr, sehr gut gelaufen. Den Fahrern der rund 250 klassischen Wegen ging es mehr um den Spaß am Fahren als ums Gewinnen. Ja, das Auto bewegen, nette Leute treffen, dabei sein, trotzdem sein Bestes geben. Ja, erstmal sauber mitfahren, das schöne alte Blech nicht verformen und irgendeine Zeit in der Nähe von 1,50. Super Tag, schöne Autos, gute Stimmung, das ist wichtig.